Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Der nächste Kickstarter wurde bei mir erfüllt und diesmal ist es ein wahres Monster. Denn Primal The Awakening von Reggie Games ist bei mir eingetroffen. Primal The Awakening ist ein reiner Boss-Battler. Es geht also darum, große, mächtige Monster, welche als Bosse fungieren, zu bekämpfen. Das Ganze ist gestrickt in eine Kampagne und das ist auch sehr wichtig, denn zwischen den einzelnen Kampagnen gibt es immer Story-Passagen, da gibt es Quests, die ihr erfüllen könnt und aus diesen Sachen bekommt ihr Material, vor allen Dingen auch, wenn ihr die Bosse legt und mit diesem Material könnt ihr wieder neue Waffen, neue Fähigkeiten erlernen und euren Charakter weiterentwickeln. Wie das genau funktioniert, werden wir heute nicht erfahren, denn heute werden wir erstmal nur einen Blick in dieses Monstrum von Spiel werfen. Allerdings müsste ich allzu lange darauf warten, denn mein Patron Tom hat sich bereits eine Regelserie zu diesem Spiel gewünscht. Deswegen, sobald ich diese Box geöffnet habe, werde ich mich noch mit den Regeln intensiv vertraut machen und dann geht es auch schon bald los mit der Playthrough-Reihe. Noch heute, wie gesagt, erstmal das reine Unboxing. Aber da werde ich schon einiges zu tun haben. Ich glaube, das ist die größte Basisspielbox, die ich hier in meiner Sammlung habe. Mal nur meine Hand daneben gelegt, damit ihr einen Vergleich habt, wie groß und riesig die Box ist. Die ist noch größer als bei Gloomhaven oder Frosthaven. Hier wird einiges drin sein. Aber das werden wir jetzt sehen. Ich werde diese massive Box mal schon von ihrer Folie befreien und dann fangen wir an mit dem Basisspiel. Werfen einen Blick in die Komponenten. Hier und da kann ich vielleicht schon etwas dazu sagen, wie es ins Spiel Einzug hält. Und natürlich schauen wir uns auch die ganzen kleinen Erweiterungen an. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. So, liebe Freunde, dann schauen wir nun in diese massive Basisspielbox zu Primal The Awakening. Cover sieht schon sehr eindrucksvoll aus, dieses riesengroße Monster und der kleine Held, der da unten drunter ist. Und ja, unsere Aufgabe wird es sein, solche Monster zu bekämpfen. Ich würde sagen, ich drehe mal die Box um. Auf der Seite ist weiter nichts zu sehen, da ist nur der namensgebende Titel. Auf der Rückseite kann man auch auf den ersten Blick eigentlich nicht so richtig erkennen, um was geht es in dem Spiel, denn es werden keine Komponenten abgebildet. Es gibt ein schickes Artwork mit so einem Luftschiff, mehr aber auch nicht. Wir haben die Angabe 1-4 Spiele, das Ganze ist ein voll kooperatives Spiel. 30 Minuten je Spieler und ich würde sagen je Boss. Zwei Charaktere müssen mindestens gesteuert werden. Das heißt, auch im Solospiel habt ihr zwei Charaktere, deswegen könnt ihr davon ausgehen, wenn ihr Solo spielt, werdet ihr mindestens eine Stunde für einen Boss brauchen. Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich ein klein wenig länger dauern. Die Altersangabe ab 14 Jahre. Ich denke mal, ab 12 kann man das bestimmt auch schon spielen. Es gibt jetzt hier keine kontroversen Themen in dem Spiel, auch keine blutrünstigen Sachen. Klar, es wird gekämpft, aber ich denke mal, die taktische Tiefe in diesem Spiel hat ganz einfach den Fokus. Und deswegen, wer auf alle Fälle Kinder hatte, die mit 12 das schon spielen können und wollen, das sollte kein Problem darstellen. Aber mehr gibt es tatsächlich jetzt hier auf dem ersten Blick nicht zu sehen. Das heißt, wenn ich dieses Spiel irgendwo im Laden finden würde, weiß ich nicht glaube, dass das jeweils in den Handel kommen wird, dann wüsste ich überhaupt nicht, ja, ist das jetzt ein Spiel für mich oder nicht, weil ich weiß ja gar nicht, was drin ist. Es sieht zwar sehr eindrucksvoll aus, aber das muss ja bei Spielen nicht zwingend etwas heißen. Doch hier bei Primal The Awakening bin ich überzeugt davon, dass wenn jemand Spaß an Boss-Battlen hat, der wird auf alle Fälle hier in diesem Spiel seine Erfüllung finden. Gut, dann drehe ich die Box wieder um, damit ich den Deckel öffnen kann und dann werfen wir einen Blick in diese massive Box. So, also alles wieder auf Ausgang und jetzt schauen wir mal nach, ob ich diesen Deckel gelüftet kriege. Die Box ist sehr, sehr schwer, aber der Deckel lässt sich gut lösen. Und mal sehen, was wir hier drinne finden. Oh, wow! Es geht direkt los mit jeder Menge Miniaturen. Der ganze sonstige Spielinhalt ist wahrscheinlich drunter. Mal sehen, wie ich das am besten hier mache, um euch das gut zeigen zu können. Ich hole mal die Miniaturen-Layer erstmal raus. Die Miniaturen zeige ich euch dann noch. Ja, schauen wir erstmal in die Tiefe von dieser Box. Ich denke mal, ich werde es mal ein klein wenig bequemer machen. Ich hole erstmal alles raus und dann gehen wir durch die einzelnen Packages durch. Das hängt jetzt ziemlich fest hier. Schwierig. Okay, ich habe erstmal noch einen Miniaturen-Layer. Wie gesagt, schauen wir uns alles gleich an. Und auch diesen Tray mitsamt der Boards. Oh Gott, das ist schwer. Das hole ich erstmal raus, damit wir die Box entfernen können.
Okay, noch ein Zettel. Okay. Schutz, ansonsten ist die Box jetzt leer und dann hole ich die einzelnen leer und dann gehen wir mal durch die Komponenten. Fangen wir mal mit den Hauptkomponenten, wie ich zumindest meine, denn alle anderen Trays waren vollgepackt mit Boss-Miniaturen. Okay, wir haben diverse Boards. Das alles jetzt hier mit Folie festgemacht. Ich öffne das hier mal. Da fange ich mal mit diesem kleinen Board an. Das sagt mir tatsächlich nichts. Ich denke mal, das hat etwas mit der Kampagne zu tun, dass wir in die einzelnen Regionen reisen, um dort halt die Bosse zu bezwingen. Es werden aber teilweise hier wahrscheinlich Karten oder sonstige Token draufgelegt. Deswegen hier und da wird das schon einen Einfluss haben. Vielleicht eine Art Quest. Board, ja, mal sehen, das werden wir dann im Spiel herausfinden. Was ich allerdings weiß, was es ist, ist dieses Board, denn das ist ja die Kampfarena, wenn wir den Boss herausfordern. Das Ganze sieht sehr unscheinbar aus, allerdings hier findet tatsächlich das komplette Kampfgeschehen statt. Der Boss wird in die Mitte platziert und dann gibt es vier Sektoren, vorne, hinten und jeweils die Flanken, wo er teilweise auch Schwächen hat, wo wir angreifen können. Teilweise wird es auch Terrain in den einzelnen Sektoren geben, die uns Vorteile geben. Manchmal sind auch irgendwelche anderen Effekte da drin, wie Feuer, das wäre wieder ein Nachteil. All das wird hier auf diesem kleinen Board dargestellt. Es gibt übrigens auch noch eine Neoprenmatte, die habe ich mir jetzt nicht extra dazu geholt. Das, ich denke mal, das Board reicht vollkommen. Wir haben auch einen Zeit-Tracker. Wir haben natürlich nicht unbegrenzt viel Zeit, den Boss zu legen. Schaffen wir es nicht in der vorgegebenen Zeit, diesen umzuhauen, dann hätten wir das Ganze nicht geschafft. Das zum Board. Machen wir weiter. Oh, jetzt nehmen wir schon die Charakterboards. Das ist nicht so fest, sind mehrere drin. Ich öffne das mal. Und dann gehen wir mal ganz kurz durch. Wir haben Darion, Great Sword. Jeder Charakter wird eine typische Waffenspezialisierung haben. Er wird also Startausrüstung haben, aber im späteren Verlauf natürlich auch seine Ausrüstung verbessern können mit den Materialien, die wir während unseres Abenteuers bekommen. Und das macht jeder Charakter hinsichtlich seiner Klassenspezialisierung bzw. seiner Waffenspezialisierung alleine für sich. Das Spiel erinnert mich sehr stark an Monster Hunter World von Steamforge Games. Wobei man nicht sagen muss, das ist jetzt abgekupfert, weil sie sind, glaube ich, vom Kickstarter her ähnlich vom Zeitpunkt her gestartet. Aber man sieht schon einige Parallelen, gerade was die Entwicklung Charaktere angeht. Das Ganze ist kartengesteuert. Eine kleine Geschichte gibt es auch zwischen den einzelnen Quests. Gibt also viele Parallelen. Dennoch, es ist ein komplett anderes Spiel. Wir werden das auch tatsächlich sehen, denn ich habe vor, nachdem ich Primal euch gezeigt habe, denn ich hatte ja meine Wunschfilmaktion gestartet und da ist Monster Hunter World momentan weiter vorne als alle anderen. Deswegen wird es über den Wunschfilm wahrscheinlich Monster Hunter World gleich im Anschluss nach Primal geben. So könnt ihr dann direkt einen Vergleich ziehen. Welcher Boss-Battler ist etwas besser oder vielleicht sind auch beide gut? Ich werde es dann herausfinden, wenn ich beide gespielt habe. Aber irgendwann muss man dann auch eine Entscheidung treffen. Welcher bleibt dann gegebenenfalls in der Sammlung und welcher muss wieder raus? Deswegen eine gute Sache, mal jetzt beide nacheinander zu testen. Dann haben wir hier Great Bow, Myra. Sieht sehr cool aus. Auch die Pose und die Miniatur wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Auch das ist wie bei Monster Hunter World. Ich glaube, da waren auch der Bogen so ähnlich. Was haben wir hier? Oh, Hammer. Torek. Cool. Und Schwert und Schild. Jona. Ich glaube, vier Charaktere gibt es, jawohl. Und genau, die vier. In der Erweiterung gibt es, glaube ich, auch noch einen fünften. Aber wie gesagt, bis zu vier Spieler, wenn ihr das Basisspiel habt, müsst ihr euch halt einig werden, wer welchen Charakter mit welcher Waffe spielt. Dann haben wir die Bosse. Oh, da können wir schon mal einen Blick werfen. Ich glaube, das ist der Einführungsboss für den Prolog. Werden wir auf alle Fälle damit auch starten. Dann lerne ich euch schon mal das Spiel, wie das Ganze funktioniert. Gibt es eine Rückseite. Oh, ein schickes Artwork. Okay, jetzt wird's spannend. Also den Einführungsboss, den kannte ich schon, aber die kenne ich jetzt alle nicht. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und es gibt zu jedem Boss gibt es eine entsprechende Miniatur. Auch alles sehr cool. Zeige ich euch dann alles noch. Gehen wir mal kurz durch. Wow. Sehr, sehr schick. Das sieht sehr frostig aus. Die Bosse haben natürlich alle ihre Eigenarten. Sie verhalten sich komplett anders.
Und in diesem Spiel wird es auch nicht sein, dass ihr so abwechselnd habt, ja, wir spielen, dann ist der Boss dran, dann sind wir wieder dran. Es gibt keinen direkten Bosszug. Die Bosse werden nämlich primär durch euch aktiviert. Immer wenn wir irgendetwas machen mit dem Boss, kann es sein, dass es eine Reaktion darauf gibt. Das finde ich sehr einzigartig. Das kenne ich noch in keinem anderen Spiel. Das werde ich euch dann zeigen, wenn wir die einzelnen Karten uns mal ansehen, vor allem von der Rückseite her. Denn wenn ihr dann bestimmte Sachen auslöst, zum Beispiel einen Angriff spielt und die passende Karte liegt dann beim Boss, und die Karten werden immer hier auf diesem Board drauf platziert, dann wird die Karte umgedreht und ihr müsst dann mit seiner Reaktion auskommen. Das heißt, auch immer zu schauen, auf was reagiert. Ja, ist sehr wichtig, denn habt ihr gute Sachen, die vielleicht jetzt hier nicht auf dem Board liegen, dann könnt ihr ihm Schaden zufügen oder irgendetwas anderes machen, ohne dass er eine Reaktion durchführt. Eine sehr coole Mechanik. Boah, das sind auch wirklich viele. Ich glaube, das Ganze geht über 12 Kapitel, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon mehr Bosse waren als 12. Und dann kommen ja auch noch die ganzen Erweiterungen. Ich weiß auch nicht, was der Endboss ist. Wahrscheinlich der größte. Was sehen wir nachher an der Miniatur? Ach, ich glaube, ich sehe ihn schon. Ja, der Awakened. Ich denke mal, das wird der Endgegner sein. So, und dann haben wir hier etwas, was mir gar nichts sagt. Ach, da muss ich mich wahrscheinlich überraschen lassen, wie das dann zum Einsatz kommt. Kommen wir zum Paar, der jetzt für mich dann demnächst interessant wird. Das Regelbuch. Oh, das ist sehr dick. Öffnen wir das mal. Jetzt hatte ich ein klein wenig Angst gehabt, was das Buch angeht. Ich hatte ja das so gehabt. Ich dachte, das ist ein komplettes Regelbuch, aber ist es nicht. Es sind zwei Bücher drin. Und zwar haben wir einmal ein Kampagnenbuch und natürlich das Regelbuch, was trotzdem jetzt natürlich nicht dünn ist. Es sind einige Seiten, die ich hier durcharbeiten muss, aber sehr viele Illustrationen. Groß geschrieben, das gefällt mir sehr. Ich habe schon einige Feedbacks zum Regelbuch bekommen. Es soll sehr gut sein. Leicht verständlich, kaum Fragen, bin ich mal gespannt. Das Buch ist hier komplett in Englisch. Es soll noch über Reggie Games eine deutsche Version zum Download zur Verfügung gestellt werden. Das ist momentan, glaube ich, noch in der Überprüfung, ob alles soweit in Ordnung ist. Andere Sprachen sind schon erschienen. Aber perspektivisch wird es da noch eine deutsche Version geben, halt aber nicht physisch. Des Weiteren auch sämtliche Kartentexte hier in dem Spiel, das ist alles in Englisch. Somit für diejenigen, die eine Sprachbarriere haben, das Spiel wahrscheinlich eher weniger interessant. Dennoch bei der Präsentation, ich werde euch das alles ins Deutsche übertragen, sodass ihr das auch gut verstehen könnt. Und hinsichtlich des Kampagnenbuchs, da will ich nicht allzu viel spoilern, es gibt eine Geschichte dadurch. Und das wechselt sich auch ein klein wenig immer ab, wann immer ein Bosskampf, dann gibt es wieder Geschichte, gibt es Quests, dann gibt es auch eine Crafting-Phase, wo ihr dann quasi aus dem Material, was ihr gesammelt habt, neue Waffen schmieden könnt, neue Fähigkeiten erlernen. Und ihr seht, wie viel hier drin ist. Ich bin nur einfach mal ganz schnell hier durch. Da gibt es verschiedene Kapitel. 8, 9, 10, 11, ich glaube 12 sind es. Und dann haben wir... Oben links seht ihr die Zahl, die geht bis 30 hoch. Ich weiß also nicht, ob die Geschichte immer linear sein wird oder ob ihr verschiedene Stränge haben werdet. Das werden wir aus dem Spiel dann herausfinden. Ich glaube, hier sind aber auch die Sachen schon von den Erweiterungen mit dabei. Sicher bin ich mir nicht, das werden wir dann sehen, wenn wir die Boxen öffnen, ob es da nochmal extra Kampagnenbücher geht. Aber es gibt eine ganze Menge. Da habe ich jetzt etwas Leselektüre. Gut, stoßen wir in die Tiefe vor. Hier scheint es einiges an Schmieden zu geben. Und ich denke mal, auch diese werden wir Quest- bzw. Kapitelbezogen hier und da freischalten. Und dann können wir bestimmte Sachen herstellen. Hier Level 3, welche Materialien sind erforderlich, für welche Klasse funktioniert das Ganze. Und auf der Rückseite ist das das Gleiche. Ja, würde ich jetzt mal so annehmen. Ja, warum man es da doppelseitig macht und das beides bedruckt, weiß ich jetzt nicht. Donner, Coral Forge, Kristall, alles Level 3, Horn, Fire Forge und hier. Sehe ich gleich nochmal in Level 2, natürlich mit anderen Waffen, andere Materialien werden benötigt. Okay. Und gibt es wahrscheinlich dann auch für Level 1 oder das vielleicht das Basislevel? Nein, Level 1 gibt es auch. Ihr seht, wie viele Waffen es gibt, wie viele Rüstungssachen. Wow, eine ganze Menge. Oder doch jetzt irgendwie was anderes? Nein, es ist das Gleiche. Okay, dann machen wir weiter. Wir haben Safe Sheets oder Charakter
Cheats. Es gibt zwei verschiedene. Einmal für die Kampagne an sich. Was habt ihr so freigeschaltet an Schmieden, an Materialien? Welche Bosse habt ihr schon gelegt? Dann Quests, die ihr erstmal freischalten müsst. Und dann könnt ihr sie quasi erfüllen. Ihr müsst nicht alle Quests erfüllen, aber es gibt eine ganze Menge. Und aus diesem Quest bekommt man natürlich auch wieder Belohnungen, die man dann wieder in neue Waffen und Rüstungen und sonstige Sachen stecken kann. Dann haben wir hier einen Skill Tree. Wir werden das Ganze über Karten steuern und über den Skill Tree kommen verbesserte Karten in euer Deck hinein, sodass ihr dann auch machtvollere Kombos ausführen könnt. Und apropos Kombos, das ist auch das Wichtige in dem Spiel, denn es ist nicht nur ein reines kartengesteuertes Spiel, ich spiele eine Karte und damit fertig. Nein, ihr werdet auch eine Sequenz aufbauen und je nachdem, welche Karten ihr eurer Sequenz habt, könnt ihr gegebenenfalls besser gegen den Boss verteidigen oder ihr löst zusätzlichen Schaden aus. All das wird eine Rolle spielen. Oh, dann gibt es eine ganze Menge. Ja, ich denke mal, das ist ja für jeden Spieldurchlauf braucht man nur eins, das ist eine ganze Menge. Hier hingegen dieselbe Dicke, da braucht man je Charakter so eins. Hier hätte ich mir einfach mehr von denen gewünscht und weniger von denen, weil ja, hier braucht man, wenn man mit vier Spielern spielt, ja grundsätzlich das Vierfache. Dann gibt es auch ein paar Token. Oh, öffnen wir mal diesen Cheat. Da haben wir diverse Terrainbereiche. Die werden dann in die einzelnen Sektoren, je nachdem, was ihr für einen Boss habt, platziert. Und die haben teilweise Effekte. Manchmal verstärken sie euren Angriff, manchmal geben sie euch mehr Deckung. Das solltet ihr auf alle Fälle in eure Taktik mit einfließen lassen. Das Ganze gibt es auch als 3D-Miniaturen. Auch ich habe mir dieses Set noch geholt. Das schauen wir uns dann an, wie das dann substituiert wird. Das heißt, wir bräuchten dann diese Terrain-Token nicht. Dann haben wir noch zusätzliche Marker. Seht's mir nach, ich kann jetzt nicht zu jedem Marker etwas sagen. So detailliert kenne ich mich bei dem Spiel dann doch nicht aus. Im Groben ja, aber es wird dann erst im Detail werden, wenn wir das Spiel dann spielen. Wir haben Feuer, was natürlich der ein oder andere Boss speien wird. In verschiedenen Stadien, einmal gelb und einmal rot. Dann Wasser scheint es zu geben. Dann diverse andere Marker und Token. Man kann auch den Gegner blenden, zum Beispiel viele Effekte. Der Boss wird auch eine Art Energie aufbauen. Das wird über dieses Struggle-Token simuliert. Und wenn er ein bestimmtes Level hat, wird er einen zusätzlichen Angriff durchführen. Oder wenn er andere Effekte ausführt, dann beziehen sich das manchmal auf die Anzahl an Struggle-Tokens, die ihr habt. Und dann wird der Angriff entsprechend stärker. Also solche Sachen wollt ihr nicht unbedingt auf dem Boss haben, aber ihr könnt es auch auf Dauer nicht vermeiden. Dann haben wir auch jede Menge Wundmarker. Auch 10 bis 200. Wow. Eine ganze Menge. Die Token sagen mir jetzt nichts. Und hier haben wir nochmal diverse Wundtoken. Gut, dann scheinen wir jetzt hier mit den Cardboard-Sachen durch zu sein. Kommen wir zu den einzelnen Kartenpacks. Ich hole sie mal alle raus. Ich werde da jetzt auch nicht ins Detail gehen. Oh, so ein Deckel. Mal gucken, was das hier ist. Öffnet kriegen. Das finde ich cool, dass man das so zumachen kann. Okay, auf. Okay. Das sind so Trenner. Ein bisschen Verpackungsmaterial für die Token. Ah, Ausrüstungsgegenstände. Und jede Menge Karten. Wie gesagt, schauen wir uns gleich im Groben nur an. Auf jede Karte kann ich einfach aufgrund der Menge nicht eingehen. Ich kann das Spiel auch ein bisschen vergleichen mit Aeon's End. Sieht zwar jetzt nicht danach aus, ist aber tatsächlich so, denn auch in Aeon's End spielt ihr das Ganze mit Karten, habt einen Boss, der hier und da dann seine Fähigkeiten gegen euch wirft und genauso wird das hier auch funktionieren. Das ist also quasi eine Mischung aus Monster Hunter World und Aeon's End. Deswegen finde ich das schon mal sehr, sehr cool, vor allem hier mit dem Deckel, dass man das zumachen kann. Gut, legen wir uns kurz die Kartenpacks hin. Wow. Die quadratischen, das sind primär Ausrüstungsgegenstände, die ihr schmieden könnt, also irgendwelche Helme, Tränke und sonstige Sachen. Die großen Karten, das sind die Waffen, auch die werden teilweise geschmiedet. Bei diesen kleinen bin ich etwas unsicher, was es ist. Wir werfen mal, wie gesagt, nur einen groben Blick mal vielleicht in jedes Kartenpack einmal hinein, was da so dabei ist. Fangen wir mal mit den Waffen an.
Über die Waffen wird erstmal dargestellt, wie euer Deck zusammengestellt wird. Ihr habt hier die Angaben, es gibt nämlich vier verschiedene Arten von Karten. Manche sind offensiv, manche sind defensiv und da kommen erstmal eine bestimmte Anzahl an Startkarten hinein. Im weiteren Verlauf könnt ihr das Deck natürlich optimieren. Die Angabe des Levels ist manchmal wichtig, denn manchmal richtet ihr Schaden an den Höhe eures Levels von der Waffe. Deswegen, wenn euer Waffenlevel steigt, steigt meistens auch euer Schaden und ihr habt zum Beispiel auch eine Spezialfähigkeit bei der Waffe angegeben. Hier ist zum Beispiel so, wenn ihr zwei rote Waffen in einer Sequenz in einer Reihe spielt, dann wird dieser Effekt ausgelöst und Schaden macht die Waffe natürlich auch. Zwei ist jetzt nicht allzu viel. Im späteren Verlauf wird das auf alle Fälle mehr werden. Und da gibt es halt diverse Sachen. Hier Flammen, Sachen, Drachenklauen. Ich glaube, das ist alles hier von derselben Klasse. Ihr seht, wie viel Waffen es gibt. Dann kommen wir mal hier zum Bogen. Auch hier gibt es wieder gleiche Angabe, auch hier eine Spezialfähigkeit. Hier reicht schon eine rote Karte. Und auch hier diverse Bögen. Wow. Das sieht auch schon sehr, sehr cool aus. So, dann Hammer. Okay. Basismäßig. Aber dann im weiteren Verlauf. Die Dinger immer martialischer. Die sehen ähnlich aus. Level 2, Level 3. Unterschied. Oh, noch mehr. Ach, und Schwert und Schild, dann gibt es natürlich gleich beides. Das sieht auch sehr eindrucksvoll aus. Also hier könnt ihr euch richtig austoben. Aber ihr müsst euren Charakter halt erst nach und nach entwickeln. Oh, hier geht das nochmal los. Oh, was ist das? Oh, das scheinen spezielle Sachen zu sein. Vielleicht irgendwelche legendären. Oh ja, klar, Legendary Loot. Wow. Das sieht eindrucksvoll aus. Gut, da haben wir die Rundenstruktur mal als Sheet. Das sieht sehr komplex aus. Das ist tatsächlich nicht so. Die Runden sind relativ einfach. Es gibt eine Phase, da könnt ihr quasi eure Tränke einschmeißen, wenn ihr zum Beispiel euch heilen wollt. Dann wird die Monsterverwaltung durchgeführt. Dann ist jeder Spieler einfach nur dran, spielt seine Karten, kriegt gegebenenfalls hier und da Aggro, teilweise auch Ausdauertoken, wenn er noch Karten übrig lässt. Füllt dann seine Kartenhand wieder auf 5 und dann geht es wieder von vorne los, bis wenn alle durch sind. Deswegen sehr, sehr übersichtlich. Andere Seite ist ja auch wieder genau das Gleiche. Warum das immer doppelseitig macht? Keine Ahnung. Okay. Dann haben wir für jeden Jäger, sage ich jetzt mal, nein, für jeden Helden auch eine spezielle Referenzkarte. Das ist dahingehend wichtig, da die einzelnen Fähigkeiten auf den Karten, die ihr spielt und auch auf den Waffen, manchmal Schlüsselwörter haben, die bei den anderen Helden nicht drauf sind. Und so kann jeder Held genau nach seinen Schlüsselwörtern schauen, braucht er sich also nicht um die anderen Sorgen. Es sei denn, ihr spielt tatsächlich Solo, dann müsst ihr natürlich für jeden Charakter, den ihr spielt, auch die entsprechende Referenzkarte immer zu Rate ziehen, aber die Schlüsselwörter stehen halt auf den Karten drauf und hier steht dann entsprechend immer die Erklärung. Und so kriegt auch jeder Charakter eine sehr individuelle Note, nicht nur was die Waffe an sich angeht, sondern auch das, was er daraus machen kann. Eine sehr coole Sache. Die anderen Kartenpacks, die lasse ich jetzt mal zu, werf nur mal einen Blick auf das, was wir jetzt hier schon sehen. Die anderen Kartenpackages, die lasse ich jetzt mal zu. Wir werfen nur mal einen Blick auf die Karten, die gerade oben liegen. Da wird das meiste abgebildet. Wir werden es dann direkt in der Regelserie sehen, wie das alles dann im Detail funktioniert. Ausrüstungsgegenstände, alles das, was in quadratischer Form ist. Ihr habt einen Slot für den Helm, für den Körper und diese Ausrüstungen, die sind auch eure Lebenspunkte. Denn je besser eure Ausrüstung hat, desto mehr Lebenspunkte habt ihr. Von Basis her habt ihr nämlich 0 Lebenspunkte, nur eure Ausrüstung gibt euch quasi euer Leben. Und immer wenn ihr Wunden bekommt, kriegt ihr entsprechende Wundtoken und habt ihr so viele Wundtoken, wie ihr in Summe an Ausrüstung hier unten angegeben habt, dann seid ihr K.O. Da gibt es, wie gesagt, viele Sachen. Es gibt aber auch ganz viele Tränke, die man einwerfen kann, um irgendwelche Effekte daraus zu erzielen. Dann diese beiden Kartentypen, das sind quasi die Sachen, die von euren Charakteren von der Hand gespielt werden, um die einzelnen Manöver auszuführen. Da gibt es nochmal ein spezielles Symbol, was erstmal die grundlegende Struktur angeht, ob es gegebenenfalls eine defensive oder eine offensive Fähigkeit ist, dann der entsprechende Kartentext. Die Kosten, die ihr dafür bezahlen müsst, um die Karten zu spielen, jetzt hier bei dem Beispiel zum Beispiel eine 0, aber würde jetzt hier zum Beispiel eine 1 stehen, dann müsste ich eine Karte von meiner Hand ablegen, die hier unten so einen Tropfen hat.
Das ist nämlich immer eine Ausdauer, um diese Kosten zu bezahlen. Das heißt, selbst in euren 5 Karten werdet ihr wahrscheinlich nicht alle spielen können, selbst wenn ihr wollt, denn ihr müsst halt immer die Ausdauerkosten bezahlen. Es sei denn, ihr habt nur Nuller-Karte. Aber wie gesagt, so könnt ihr die Karten einmal dafür verwenden, um Ausdauer zu erzeugen. Auch für die Bewegung braucht ihr Ausdauer. Deswegen viele Optionen hier auf der Karte. Und jede Karte hat auch einen entsprechenden Text, was sie macht. Gegebenenfalls wird sie Akku erzeugen. Das heißt, ihr bekommt dann das Akku-Tung, die Aufmerksamkeit des Bosses. Dann gibt es Kartentexte, die wirken sich als Combo aus, wenn sie abgelegt werden, so wie bei dieser Karte. Viele, viele Karteneffekte sind hier drauf. Und selbst wenn man nur 5 Karten auf der Hand hat, gibt es so viele Möglichkeiten. Dann müsst ihr genau schauen, welche Karten spielt ihr, in welcher Reihenfolge, welche Karten lasst ihr vielleicht auf eurer Hand für die nächste Runde, dann zieht ihr weniger Karten nach. Manchmal bekommt ihr sogar noch einen Bonus, wenn ihr mehr Karten auf der Hand lasst in Form solcher Token, dann könnt ihr quasi die Token bezahlen anstelle von Karten. Auch das ist eine Taktik, die man anwenden kann. Und wie ihr seht, da gibt es einiges an Karten und die werden nach und nach natürlich dann auch mit Voranschreiten der Kampagne immer weiter verbessert. Dann haben wir Karten, die den Boss betreffen. Den Boss werden wir durch verschiedene Stadien prügeln und je nachdem, welchem Stadion es ist, wird er teilweise Schwächen haben. Dort, wo zum Beispiel der rote Bereich ist, nur von dort aus können wir angreifen. Dort, wo schwarz ist, da ist er gerade immun. Das heißt, auch das Positionsspiel ist wichtig. Das Problem ist, der Boss bleibt da nicht einfach so stehen und wartet darauf, dass ihr auf ihn prügelt. Sobald ihr mächtige Angriffe fahrt oder sonstige Manöver, kriegt ihr die Aufmerksamkeit in Form von Aggro und dann dreht er sich zu euch und dann seid ihr vielleicht nicht mehr in einer guten Position für einen Angriff, aber vielleicht euer Mitspieler. Das heißt, ihr müsst auch gut miteinander arbeiten, damit ihr viel Schaden auf den Boss bringt. Und wenn ihr das schafft, dann geht ihr quasi Stadium für Stadium durch, bis wenn ihr die letzten Lebenspunkte von ihm runtergeschlagen habt. Gut, dann schauen wir uns mal das noch an. Das würde ich sogar mal kurz öffnen. Hier geht es um die Reaktionssachen, die die Bosse machen. Das sind nämlich die Verhaltenskarten des Bosses. Verhaltenskarten ist natürlich wahrscheinlich ein übertriebener Begriff, dann ist es eher eine Reaktionsfähigkeit. Es werden auf dem Boss-Tableau immer je nach Boss, ich weiß gar nicht, welcher Boss das jetzt ist, 3 Karten ausliegen. Und je nachdem, was unten angegeben ist, müsst ihr mit der entsprechenden Sache leben. Zum Beispiel jetzt hier, ich glaube, das sagt aus, wenn ihr vor dem Boss steht, also vor dem Maul, wenn euer Zug da beginnt, dann wird diese Karte schon ausgelöst, wird umgedreht, der entsprechende Effekt abgehandelt und teilweise auch verstärkt, wenn der Boss auch noch Struggle-Token auf sich drauf hat. Das ist also keine angenehme Sache. Somit, wenn man weiß, diese Karte liegt auf dem Boss-Tableau, sollte man nicht unbedingt seinen Zug so gestalten, dass man dann, wenn man wieder dran ist, vor seinem Maul steht. Aber manchmal wird man es auch nicht verhindern können. Oder wenn ihr bestimmte Kartentypen spielt, also grüne Karten zum Beispiel, löst ihr das aus. Oder rote Karten, dann löst ihr das aus. Und 3 Karten liegen immer offen. Wenn ihr zum Beispiel andere Sachen habt, ihr steht am Schwanz, spielt keine grünen, keine roten Karten, dann könnt ihr so viele Karten spielen, wie ihr wollt, löst ihr nichts beim Boss aus. Somit erahnt ihr immer schon mit eurem Spürsinn, was wird der Boss machen, wann wird er irgendwo reagieren und so könnt ihr eure Taktik drauf einstellen. Natürlich, eure Kartenhand mit nur 5 Karten wird nicht immer so dafür Sorge tragen, dass ihr diesen Sachen entgehen könnt, zumal auch diese Karten immer wieder am Rundenende ausgetauscht werden. Dann wird immer die Karte mit der geringsten Zahl rausgenommen und dann kommt eine neue Karte nach und somit verändern sich auch immer die Verhaltensweise. Und natürlich, wenn eine Karte ausgelöst wird, geht die auch raus, kommt auch wieder eine neue Karte dazu. Eine sehr coole Mechanik, wie ich meine. Und mal sehen, ob das viel Spaß macht, das werden wir dann während der Regelserie sehen. Ich würde sagen, damit sind wir im Groben durch. Kartentrenner ist klar, da gehen die Karten dahinter. Ich schau mal noch hier hinein, weil da habe ich jetzt keine Ahnung, was das ist. Ah doch, teilweise doch, weiß ich doch, was es ist. Bei dem weiß ich es nicht, weil das sind bestimmte Karten, die nur für einen Boss eine Rolle spielen, hat wahrscheinlich mit seiner Position zu tun, mit irgendwelchen Effekten, legen wir mal zur Seite, wird uns der Boss dann erklären, wenn es soweit ist. Diese Karten, das sind auch eine Art Reaktionskarten, denn immer wenn ihr euren Zug beendet, müsst ihr so eine Karte ziehen und sollte dann, wenn möglich, so viele Karten bei euch in der Verteidigung haben, wie jetzt hier angegeben ist. Habt ihr da weniger, dann kriegt ihr Schaden.
in Höhe der Karte, die da momentan beim Boss oben liegt. Deswegen auch eine gute Verteidigung in eurer Sequenz aufbauen, sehr wichtig, um halt nicht zwischendurch mal so einfache Schaden hineinzubekommen. Das ist jetzt nicht dramatisch, mal hier und da eine Wunde zu bekommen, ihr habt ja auch Heilmöglichkeiten, aber in Summe wird das dann mit der Zeit viel und mit den ganzen Reaktionsfähigkeiten kommen nochmal ergänzend Wunden hinzu und damit seid ihr schneller K.O. als euch lieb ist. Und deswegen gibt es hier einige von diesen Karten, die dann ausgelöst werden. Was das ist, weiß ich leider nicht. Ich denke mal, das hat etwas mit den Quests zu tun. Die sind nämlich durchnummeriert, ein bisschen Text ist auch drauf. Will ich jetzt nichts spoilern. Apropos Spoiler, natürlich, es wird eine Geschichte erzählt, aber ob es jetzt hier überraschende Wendungen gibt, das weiß ich tatsächlich. Wenn ich die Regelserie mache, werde ich erstmal mit dem Prolog anfangen und dann schauen wir mal, wie die nächste Phase da noch abgeht, damit ich euch gegebenenfalls auch die ganzen Sachen zwischen den einzelnen Bosskämpfen zeigen kann. Die Geschichte werde ich euch dann auch vortragen. Ich werde es ins Deutsche übersetzen, soweit es mir jedenfalls möglich ist. Solltet ihr das nicht hören wollen, würde ich entsprechend eine Spoilerwarnung einblenden, könnt ihr dann quasi überspringen. Und apropos Spoiler, das bleibt auf alle Fälle zu, denn wir haben hier einen Umschlag. Do not open. Also das wird wahrscheinlich an irgendeinem Zeitpunkt, sieht aus wie eine Karte, die vielleicht hier dann drin ist, die wir bekommen. Aber das wird uns das Spiel dann sagen, wenn es soweit ist. Okay, liebe Freunde, das nur zum Groben, was die Struktur des Spiels angeht und was es so an Kartentypen gibt. Wie gesagt, in der Regelserie gehe ich auf alle Fälle ins Detail ein. Jetzt haben wir uns das gesamte Spielmaterial angeschaut, mit Ausnahme der Miniaturen. Die würde ich euch jetzt mal noch präsentieren. Ich packe sie jetzt mal nicht aufs Rondell, weil die sind so groß. Das müsste ich erstmal komplett wieder anders umbauen, um euch das gut zu zeigen. Deswegen hole ich jetzt mal jede einzelne Miniatur oder gleich mehrere hierher. Und dann werfen wir mal einen groben Blick drauf und dann gehen wir auch schon zu den Erweiterungen. Da bin ich auch gespannt, was es da so für Bosse gibt, für andere Möglichkeiten, vielleicht sogar andere Kampagnen. Ich habe keine Ahnung, das werden wir sehen, wenn wir die Boxen öffnen. Fangen wir mal mit dem kleineren Layer an, also kleines, und schauen uns mal diese coolen Miniaturen an. Zählen wir jetzt mal durch, wie viele Bosse es sind. Übrigens, die Bosse können, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch mehrfach angegangen werden. Die haben natürlich dann einen anderen Schwierigkeitsgrad. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, da irgendwas gehört zu haben. Ich positioniere die mal hier hinter. Dann kommt ja noch ein größerer. Wow, große Krabbe. Ja. Ja, da braucht man einiges an Farbe, wenn man die bemalen möchte. Aber das sieht bestimmt cool aus. Ja, ich habe schon wieder Lust zu malen, aber keine Zeit. Spielen ist wichtiger als malen. Eine Art Wolf. Einen buschigen Schwanz. Und sehr, sehr cool. Miniaturen sind leicht. Also, manche sind ja tatsächlich von der Größe her sehr massiv. Die sind vom Material her angenehm. Okay, und das war der kleine Layer. Kommen wir zum großen. Wow. Mal gucken, ob ich das in die Kamera gut hineinbekomme. Ja, fürs Miniaturen anschauen reicht das auf alle Fälle. Hier ganz klein, unsere Helden. Hier mit dem großen Schwert. Die sind sehr detailliert, die Miniaturen. Sehr cool. Great Bow. Auch selbst der Köcher hinten sieht cool aus. Ein Hammer. Super. Und Schwert und Schild. Also Miniaturen lassen sich sehr gut voneinander unterscheiden. Gibt es auch, denke ich mal, keine Verwechslung, braucht man auch keine Ringbases. Dann schiebe ich das doch mal ein wenig zur Seite und hole die Miniaturen mal einzeln raus, damit ich es besser hier hinstellen kann. Etwas sehen, was hier alles in der Box drin ist und vor allen Dingen, wie viele Miniaturen es am Ende sind oder wie viele Bosse. Ja, ich war von klein nach groß. Was heißt klein? Sehr, sehr eindrucksvoll. Weiter. Ein Drache mit vier Flügeln. So eine Kreuzung zwischen Drache und Libelle.
sehr schick. Qualität ist auch sehr, sehr gut. Verbiegt sich nicht, das ist sehr, sehr stabil. Und apropos stabil ist auch dieser Geselle mit seinem Mörderschädel. Erinnert mich auch an einen Boss aus Monster Hunter World. Allerdings nicht der Ancient Forest, sondern das andere Basisspiel. Das glaube ich, der erste Boss auch. So ein ähnlicher Typ. In Wildfire Waste war das. Ich habe jetzt nach den Namen gesucht von dem Basisspiel. Ja. Okay. Das bricht auch nicht so leicht, denke ich mal. Man sollte trotzdem jetzt vorsichtig damit sein, auch die Miniaturen immer schön wieder in den Tray zurücktun. Ich hoffe, ich kriege das dann wieder zusammengebaut, aber ich habe ja das Video, da kann ich nachschauen, wie es bestückt war. Dann Insektoiden scheint es auch zu geben. Ich glaube, da waren dieses kleine Kartendeck, das sah auch aus wie ein Insekt. Ich denke mal, das wird mit diesem Boss zu tun haben. Vielleicht hat das irgendwelche Schwärme, dieses auswirft. Keine Ahnung. Auch das werden wir im Spiel erst herausfinden. Dann haben wir noch so ein Einhorn. Wow. Da es ja auch die Cheats dazu gibt, wo die ganzen Bosse nochmal auf der Rückseite schön grafisch da sind, kann man sie auch tatsächlich gut danach abmalen. Also sonst muss man sich mal was ausdenken. Wie sieht er jetzt aus? Ist das jetzt braun? Ist das grau? Somit geht man dann nach dem Cheat und kann es dann schön in Szene setzen. So, drei Bosse habe ich noch und die werden auch immer größer. Ein bisschen Platz machen jetzt hier. Und dann haben wir diesen. Das ist wie Godzilla mit einem großen Schwanz hinten dran. Cool. Dann holen wir noch einen raus. Ja. Zweitgrößte Boss, wie ich jetzt meine. Wir überlegen, ob das sogar der Prolog-Boss war. Ich glaube sogar. Dafür ist er sehr groß, während die anderen etwas kleiner werden, aber es kommt ja nicht unbedingt immer auf die Größe an. Manchmal sind es auch die Fähigkeiten. So, dann habe ich noch einen letzten, und ich denke mal, das wird The Awakening sein. Ein massiver Drache und den Kopf eines Diablo. Ja, das hätte ich gar nicht aufs Rundell so richtig drauf gekriegt. Deswegen einfach mal so ganz plump von mir in die Kamera gehalten. Ja, das sind alle Bosse aus dem Basisspiel. Und das sind 13 Miniaturen. Ich weiß nicht, ob jeder Boss in der Kampagne vorkommt, je nachdem, welchen Strang man gegebenenfalls verfolgt oder ob es dann teilweise den einen oder anderen mehrfach gibt. All das wird man erst herausfinden, wenn man die Kampagne gegebenenfalls bis zum Ende durchgespielt hat. Doch das Durchspielen, das wird eine Weile dauern. Das Spiel jetzt hier bei mir selber nicht mehr allzu lang. Deswegen hatte ich ja schon gesagt gehabt, ich werde mich jetzt intensiv mit den Regeln auseinandersetzen, um euch so schnell wie möglich eine Regelserie zu Primal The Awakening präsentieren zu können. Aber ich will euch noch etwas anders präsentieren, denn wir sind durch mit dem Basisspiel. Ich habe aber noch einige Erweiterungsboxen und auch die möchte ich jetzt noch öffnen und dann gehen wir mal peu à peu durch, was es da noch ergänzend gibt. Beginnen wir die Erweiterungen mal mit den kosmetischen Sachen und das ist einmal hier die Tarnbox. Auf der Rückseite seht ihr schon, das, was es an Token gibt, gibt es nun auch als Miniaturen, kann man schön bemalen, in Szene setzen. Ich habe es damit dazu geholt gehabt, brauchen tut man es tatsächlich nicht, wie ich meine. Aber ja, ich bin da ein Komplettist und will dann alles haben, ja, mit Ausnahme der Neoprenmatte. Das fand ich dann nicht ganz so wichtig. Ich habe ja hier meine Matte und das Board reicht voll und ganz aus. Gut. Okay. Öffnen wir das Ganze mal. Die ganze Kleber hier an der Seite. Das ist immer schwierig. Einerseits ist es ja gut, dass es gut gesichert ist. Andererseits kommt man halt schwer rein. Gucken wir uns die Sachen mal an. Wir haben erhöhtes Terrain. Oh, das ist wirklich sehr leicht. Ist auch hohl. Hier kann man seine Miniatur dann auch direkt drauf platzieren. So sieht man dann auch, dass man von einer erhöhten Position aus agiert. Finde ich sehr cool. Ja, und dann hier irgendwelche Pflanzen, welche Effekte die jetzt haben, ob sie den Angriff verstärken, irgendetwas behindern. Das weiß ich jetzt alles nicht. Das muss ich mir erst dann durcharbeiten. Ja, ich denke mal, die Miniaturen, die werden alle hohl sein. Deswegen sind sie so leicht.
nicht so massiv. Was ja nicht schlecht ist, das ist ja vollkommen in Ordnung. Spart man Plastik. Und vor allem auch Gewicht, was den Transport angeht, weil die Boxen an sich ja schon, was das Basisspiel angeht, riesengroß und schwer. Aber sehr detailliert das Ganze. So ein Busch zu bemalen, das geht schnell. Einfach alles grün, schönes Wash drauf, fertig. Das könnte man vielleicht sogar machen. Ja, mal ist eine schöne Sache. Kann man ein bisschen runterkommen, ein bisschen Musik dudeln lassen. Eine super Sache, wenn man die Zeit hat. So, hier irgendwelche Trompetenpflanzen. Das auch manchmal gibt es ganz viele. Dann gibt es die Sachen nur paarweise. Bestimmt natürlich auch das Szenario, welches Tower eine Rolle spielt. Oh, fleischfressende Pflanzen. Die sind bestimmt nicht liebevoll. Da sollte man wahrscheinlich wegbleiben. Das zum Thema Terranerweiterung. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Machen wir weiter mit der nächsten Erweiterung. Ich will überlegen, welche Reihenfolge gehe ich jetzt vor. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die ganzen Boss-Erweiterungen an und zum Schluss mal noch den neuen Hunter, der hier noch Einzug halten soll. Ich gehe davon aus, dass es ein Hunter ist. Werfen wir einen Blick in die Theta Expansion. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendeine Reihenfolge hat. Ich gehe einfach von oben nach unten, wie ich die Boxen bei mir gestapelt habe. Auch hier sehen wir nur Artwork, ja, ein paar Hinweise. Ansonsten nicht viel zu erkennen, was hier drin ist. Deswegen, wir müssen die Box öffnen, um das Geheimnis zu lüften. Weg und Box, öffne dich. Ha, wir bekommen ein neues Buch. Oh, sogar mehrere. Okay, wie die Erweiterung dann Einzug hält. Passis. Also hier gibt es auch verschiedene. Und kann man sehen, da mehrere Bosse drin sind. Oh ja, sind es. Oh, ich bin jetzt mal von einem Boss nur ausgegangen. Das ist cool. Sehr nice. Und dann gibt es auch extra Kampagne. Also das, was im Hauptkampagnenbuch ist, hat also noch nichts mit den Bossen zu tun, die hier drin sind. Das ist nochmal ergänzend. Oh, eine coole Karte. Das gefällt. Gefällt sehr gut. Aber mehr will ich jetzt hier nicht aufblättern. Es gibt neue Schmieden, das heißt natürlich auch neues Equipment. Drei Level, klar. Dann haben wir die Boss-Tableaus. Oh, hier bin ich sehr glücklich mit den Erweiterungen, weil halt hier so viel drin ist. Also nicht nur Bosse stumm, sondern auch, dass man daraus was machen kann. Und dass es vor allem auch zwei Bosse sind. Sehr, sehr eindrucksvoll. Okay, was haben wir hier? Irgendwelches Terrain? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das in der Terrain-Erweiterung mit dabei ist. Ich kann es mir gut vorstellen, weil da war so viel Varianz drin. Ich glaube, so viele Token hatte ich im Basisspiel nicht gehabt. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube es zumindest. Okay, die Waffen, die öffnen wir mal kurz. Da freut sich das Jägerherz. Ich sage immer Jäger, weil die ganzen Boss-Battler, die sind immer irgendwelche Jäger, sei es jetzt bei Grimkofen gewesen oder gegebenenfalls dann auch bei Monster Hunter World. Deswegen seht es mir nach, wenn ich die als immer als Jäger bezeichne. Momentan Boss-Battler sind sehr gefragt, also was die Produktion angeht. Also scheint da irgendetwas gerade gut zu funktionieren. Gibt ja mal so die Zeit, da werden ganz viele Dungeon Crawler, dann gibt es wieder ganz viele Deckbilder und ja, diesmal sind das ganz viele Boss-Battler. Gut, dann holen wir das mal hier noch raus. Hier sind Karten drin hinsichtlich der Bosse. Das lasse ich jetzt mal zu, wie es ist. Das sind genau solche Karten, wie wir auch im Basisspiel hatten. Das heißt Questkarten, Ausrüstung und natürlich auch Verhaltenskarten vom Boss. Alles das werden wir drin finden. Aber die Miniaturen, die will ich mir auf alle Fälle noch mal detailliert anschauen. Jetzt muss ich schon wieder durch den Kleber hier kommen. Ja, ich öffne das mal von außen. So, dann Deckel gelüftet. Hier war übrigens noch ein Zwischenteil dazwischen, so eins, um dieses Boss auch beim Transport gut zu schützen. Das ist schon sehr dünn hier. Das finde ich sehr gut, dass man daran gedacht hat, dass das halt auch beim Transport heil bleibt und ist ja auch bei mir hier passiert. Sehr nett. Und
wenn er rauskommt jetzt. Okay. Ein bisschen wie ein Pfau. Sehr, sehr schick. Also zwei Bosse in dieser Erweiterung. Mal sehen, ob die anderen genauso vielversprechend sind. Die Ice Expansion ist als nächstes dran. Rückseite. Okay. Da ist nicht wirklich viel zu sehen. So. Bei den anderen Boxen werde ich dann mal schon die Folie entfernen. Müsst ihr euch nicht jedes Mal anschauen, wie ich hier die Folie runterreiße. Okay, wir haben wieder für die Erweiterung, wie sie Einzug hält, mit den einzelnen Komponenten, auch zwei Bosse. Cool, oder vielleicht sogar mehr? Nein, zwei. Okay, dann wieder das Kampagnenbuch. Oh, wieder diese gleiche Karte von hier vorne. Mehr will ich da nicht drauf eingehen. Wir bekommen auch wieder eine neue Schmiede mit neuen Waffen. Diesmal alles eisgeschmiedet. Okay. Und da haben wir Sirkai. Und Marmorak. Okay. Bei den Bossen gibt es auch, wie ich sehe, irgendwelche Schwächen, die sie haben. Okay, mal gucken, wie man das dann zu seinem Vorteil verwenden kann. Terrain gibt es auch. Irgendwelche Eisberge, zusätzliche Token, keine Ahnung. Und auch wieder ein paar neue Waffen. Na komm, die Waffen schauen wir uns an. Haben wir einmal Frostblade, Northlaw, Froljak und Ice War. Sehr cool. Erneut wieder Karten mit zusätzlichen Quests und Boss-Verhaltenssachen lasse ich zu. Und den Boss selber, den schauen wir uns an. Und Box zur Seite. Und da haben wir. Ich will da nicht losgehen hier. So, jetzt aber. Wir haben. Raus, komm raus. Das ist wahrscheinlich so zusammengesetzt hier. Das ist nicht kaputt. Das sah auf den ersten Blick so aus. Nein. Okay. Ganz in Ordnung. Und was Kleineres hier an dieser Stelle. Warte, Lorsch. Aber alle werden wahrscheinlich hier Eisfähigkeiten haben. Jetzt habe ich noch zwei Boss-Erweiterungen. Schauen wir uns diese auch noch an. Die Venom-Erweiterung ist dran. Folie habe ich jetzt schon mal entfernt. Rückseite. Oh, auch ein bisschen Landschaft. Kein Boss zu sehen. Hier drin wird auf alle Fälle zu finden sein. Oder vielleicht auch wieder zwei. Das werden wir gleich sehen. Wir haben wieder Komponenten, die sich einfüge. Und auch hier gibt es zwei Stück. Hydar und Raikal. Okay, wahrscheinlich irgendwas mit Gift. Ja, Kampagnenbuch lasse ich wieder zu. Und genau, da haben wir die entsprechenden Schmieden dazu. Das wiederholt sich quasi von Erweiterung zu Erweiterung. Wir werden also immer zwei Bosse haben, eine zusätzliche Kampagne, neue Waffen, neue Schmieden, neue Mechanismen, was Token angeht und auch Terrain, was eine Rolle spielt. Oh, Waffen öffnen wir gleich mal wieder. Gibt es die Cobra für den großen Schwertträger. Spider-Needle, ja, das wird alles mit Gift zu tun haben. Dragon Bane. Und Serpent Shield. Sieht auch sehr cool aus mit dem Schlangenkopf. Sehr, sehr nice. Dann wieder Bosskarten, Gegenstandskarten, Questkarten und natürlich auch wieder die Bosse. Schieben die Box kurz weg und holen die Bosse mal ran. Auch mal einen kurzen Blick drauf zu werfen.
Sehr, sehr schick. Und wahrscheinlich hier eine Riesenschlange. Ja. Oh, oh. Das Maul will man nicht zwingend gelangen. Sehr, sehr nice. Okay, letzte Bosserweiterung. Werfen wir auch noch einen Blick darauf. Last but not least, von den Bossen her, die Albtraum-Erweiterung Nightmare Expansion. Oh, hier sehen wir einen Vulkan, der ausbricht, aber mehr auch nicht. Da fragt man sich, warum bildet man nicht das ab, was drin ist? Das spricht einen doch meistens an, aber ja, vollkommen egal. Nightmare Expansion. Jetzt wieder zwei. Ich vermute es ja mal. Jawohl. Taraska und Zekas. Oh, noch mehr. Das sind vier. Das sind vier. Oh, haben die alle Platz hier drin? Oder wird vielleicht ein Model mehrfach verwendet? Eins. Zwei. Ja, die haben nur unterschiedliche Farben. Ja, nur schade, ne? Wenn man es bemalt. Ja, welche Farbe nimmt man? Violett oder blau? Okay. Gut. Dann zusätzliche Token. Schmieden habe ich jetzt keine gefunden. Also doch ein klein wenig anders. Ja, wieder irgendwas mit Quests. Verhaltenskarten vom Boss. Ein bisschen was an Gegenständen bekommen wir auch. Vielleicht über die Quests nur. Können wir nicht schmieden. Weiter Verhaltenskarten. Klar, es sind vier Bosse. Braucht es ein bisschen mehr Karten, weil jeder verhält sich wahrscheinlich auch ein klein wenig anders. Damit ist das hier leer. Und das hier werde ich mal noch schnell öffnen. Surprise, surprise. Es sind keine zwei Miniaturen, es sind tatsächlich drei. Okay, also nur einer wird doppelt verwendet. Gucken wir uns die Sache mal an. Sehr cool. Dann dieser große Geselle. Oh, sieht ein bisschen aus wie ein Tyrannosaurus. Und ups. Oh, da piekst. Sehr, sehr schick. Gut, liebe Freunde, das sind alle Bosse, die es momentan zu Primal der Awakening gibt. Keine Ahnung, ob es da irgendwann noch mehr gibt. Ich denke, man hat jetzt auf alle Fälle jede Menge zu tun. Und eine Erweiterung habe ich noch. Und ich würde sagen, die schauen wir uns auch noch an. Es ist die Mount Havoc Expansion. Allein vom Artwork vermute ich jetzt mal, es ist ein weiterer Held mit seiner Art Schusswaffe. Ich habe die Kampagne nicht mehr im Blick, ob das tatsächlich so war. Hier sieht man es nicht. Aber wir werden ja direkt jetzt sehen, was jetzt hier drin ist. Sollte es ein zusätzlicher Held sein mit einer zusätzlichen Waffengattung, dann müsste es natürlich für die ganzen anderen Erweiterungen auch zusätzliche Möglichkeiten bei den Schmieden geben. Da bin ich ein bisschen überfragt, ob das jetzt hier eine Rolle spielt. Das werden wir jetzt gleich wahrscheinlich sehen. Denn hier ist schon etwas dicker. Oh, hier ist einiges drin. Neue Regeln. Okay. Oh, auf alle Fälle zu Gemüte führen, was hier dabei ist. Dann. Okay, Dual Plate. Oh, hier sind zwei Helden drin. Kara. Und Helirin. Das sieht sehr cool aus mit dieser Schusswaffe. Munition wird auch eine Rolle spielen. Das ist nice. Das ist für mich auch die Frage, wenn ich meine Regelserie mache, mache ich das mit den Basischarakteren? Verwende ich vielleicht einen von der aus Erweiterung? Ich habe die Regel mal durchlesen, was da jedenfalls im Tragen kommt. Ja, es gibt doch ein paar zusätzliche Token, um mehr Wunden zu platzieren. Okay, bin mir gar nicht sicher, ob man das vielleicht jetzt sogar dann mit bis zu 5 oder 6 Spielern spielen kann, wenn man jetzt zwei neue Helden dazu bekommen. Ich glaube es nicht, aber steht dann in den Regeln drin. Werde ich euch dann mitteilen, wenn ich die Regelserie mache, ob sich daran vielleicht noch etwas
geändert hat. Okay, da komme ich wieder nicht rein, muss ich erstmal wieder öffnen. Ja, und öffnen muss ich es überhaupt nicht, denn das liegt alles oben drauf. Ja. Wir sehen die ganzen Schmieden. Ich lasse es jetzt mal zu. Iceforge. Wir sehen also jetzt auch noch die zusätzlichen Klassen, die jetzt hier dabei sind. Man hat es sogar erweitert, würde ich sagen. Also man ersetzt den ursprünglichen Cheat jetzt mit diesem, um halt die zwei extra Positionen. So braucht man nicht mehrere Sheets, finde ich auch gut. Die anderen bleiben dann halt in der Box drin. Dann gibt es natürlich auch für die Helden wieder jede Menge Klassenbögen. Und dann gibt es auch zwei Heldenminiaturen. Einmal mit dieser Minigun und halt die Kleven, die diese Heldin hat. Es gibt natürlich wieder neue Ausrüstungsgegenstände, neue Decks für die ganzen neuen Klassen, eine ganze Menge und natürlich auch die Waffen. Oh, das öffnen wir auch schnell noch. Gehen wir ganz fix durch. Dual Blade. Dragon Wings, Dancing Bones. Hier sind natürlich auch die ganzen Waffen dabei, die man über die Erweiterungen schmieden kann, mit den ganzen zusätzlichen Schmieden. Deswegen ist hier eine ganze Menge an Waffen dabei. Und hier kommen wir. Gunbow, okay. Oh, das sieht aus wie ein Sniper Rifle. Ich habe schon Bock, mit diesen hier zu spielen. Ja. Wenn wir das mal durchlesen. Wenn das jetzt das Basisspiel nicht komplett aus den Ruder wirft, werde ich das machen. Das heißt, einen Charakter hier aus der Erweiterung, wahrscheinlich den mit dem Gewehr, und einem Charakter aus dem Basisspiel, wahrscheinlich dann nicht den Great Bowman, weil zweimal Fernkampf gibt es ja eigentlich nicht, aber zweimal mit Schusswaffen will ich dann doch nicht spielen. Und natürlich auch für jeden Helden auch wieder die speziellen Keywords, die über die Fähigkeit und auch über die Waffen teilweise ausgelöst werden. Ja, liebe Freunde, und das war dann auch die letzte Box von Primal The Awakening. Liebe Freunde, das war das Unboxing zu Primal The Awakening. Ein wahnsinns gigantisches Spiel. Zumal man erstmal sagen muss, auf den ersten Blick, ich denke mal, das Basisspiel, damit hat man erstmal jede Menge zu tun durch die ganzen Kapitel. Man hat vier Klassen, die man spielen kann. Die muss man auch erstmal lernen zu beherrschen, bevor man sich halt dann auch vielleicht an die anderen Bosse, die wieder neue Kampagne, neues Material, neue Waffen, neue Fähigkeiten mit sich bringen, wagt. Die Erweiterung mit den zwei zusätzlichen Helden, die ist natürlich sehr interessant, weil man halt dadurch auch gegebenenfalls andere Helden mal spielen kann, ohne dass man jetzt zusätzlich neue Bosse braucht, weil man ja erstmal die Kampagne durchspielen muss. Die braucht eine gewisse Zeit, bis wenn man das geschafft hat. Ich werde leider nicht die Möglichkeit haben, wahrscheinlich die Kampagne bis zum Ende durchzuspielen, weil ich ja immer wieder neue Sachen bekomme und ich will euch ja auch immer andere Sachen zeigen. Allerdings, ich fange die Kampagne auf alle Fälle an und nichts wird mich davon abhalten, wenn ich richtig Spaß daran habe, diese Kampagne auch in Zukunft immer weiter fortzuführen. Aber erstmal demnächst geht es los, da fangen wir mit dem Prolog an, schauen uns an, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert, auf was man alles achten muss und dann könnt ihr gegebenenfalls ja entscheiden, ob diese Art Spiel etwas für euch ist oder nicht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Primal gegebenenfalls auch in Zukunft vielleicht noch einen Reprint machen wird, denn Reggie Games hat recht guten Erfolg mit diesem Spiel erzielt. Ganz viel Nachfrage ist da und deswegen kann ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich sogar dann wieder mit noch mehr Erweiterungen, mit noch mehr Bossen. Da habe ich schon wieder Angst vor, dass ich dann schwach werde, um die anderen Sachen mit dann auch zu holen. Aber das ist erstmal reine Spekulation, reine Zukunftsmusik, aber ich kann mir es halt ganz gut vorstellen, dass da in Zukunft noch mehr kommen wird. Aber nun konzentrieren wir uns auf das Jetzt und Hier. Heißt, ich werde mich jetzt durch die ganzen Regeln arbeiten, die waren ja recht umfangreich, wird schon ein paar Tage in Anspruch nehmen, bevor ich das geschafft habe, aber so schnell wie möglich, sobald ich die Regeln intus habe, werde ich euch eine Regelserie zu Primal The Awakening präsentieren und dann hoffe ich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr hier an diesem Video auch ein klein wenig Spaß hattet, wenn ja, hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute, habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal, euer Genu.